Damen und Herren, ich begrüße Sie heute ganz herzlich beim Metzger, um über Schweinebraten zu sprechen. Herr Gributz, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber der Schweinebraten hat für den Bayern ja an sich fast etwas Metaphysisches. Ich zum Beispiel, ich schaffe es ohne Schweinsbraten kaum über eine Woche hinaus. Wie geht's Ihnen da? Ist gut, Herr Gribbel. Ja, aufgrund dessen, dass wir ja täglich mit Schweinebraten zu tun haben. Haben Sie es leichter. Aber auf eine andere Ebene. Und zwar, bei uns ist halt wichtig, dass dieser Standard, die Standardisierung draußen vom Bauern, der zu uns dann an der Ladentheke kommt, das Fleisch, dass das immer passt. Hier ist die Wasserbindefähigkeit, der pH-Wert, ja, absolut das Wichtigste. Wo kriegen Sie Ihr Fleisch eigentlich her? Also wir haben ja langwierige Vertragsbauern, die ja schon Jahrzehnte mit uns arbeiten. Und da muss man einfach mit geschlossenen Augen wissen, dass die einfach gute Qualität bringen. Ja, also Ernährung ist da wahrscheinlich ganz wichtig. Absolut, ne? Absolut. Dass die Sau ein bisschen Bewegung hat. Genau. Und Schweinebraten, wie Sie schon gesagt haben, ist ja ein Thema, es ist ja eigentlich heikel. Weil jeder macht es anders und jeder will etwas anderes haben. Ja, dann sind wir auch hier vier verschiedene Partien von der Sau, weil alles ist Schweinebraten und doch unterschiedliche Fleischteile. Ne? Ja, aber alles ist gut. Und das ist, wem sagen Sie das? Also wir haben jetzt da wirklich vier Möglichkeiten aufgetischt. Ja. Sprich einmal der klassische Schweinebauch. Ja. Fett, hoher Fettanteil, hoher Aroma. Gute Soße, top. Dann hier der Mageranteil, das ist die Schweineschulter. Ja. Weniger Fett, mager. Ja. Das durchwachsene Stück der Schweinehals. Mhm. Für alles eigentlich einsetzbar. Mhm. Und unser klassische Schweinehaxe. Das ist eine hintere oder vordere? Das ist jetzt eine hintere Haxe, hat ca. 11 bis 1200 Gramm. Ja, ich verstehe schon. Von der Garzeit, sage jetzt mal die drei, gilt diese 120-120-Regelung. Also 120 Minuten bei 120 Grad im Rohr. Richtig. Mhm. Und bei einer Haxe, je nach Größe der Haxe, ein bisschen mehr. Ja. Wie bereitet man das Fleisch vor? Also wir beim Vinzenz Mohr, wir haben natürlich hier einen Service. Wir ritzen Ihnen das Fleisch ein und wir würzen es jetzt. Genau. Da haben Sie mal so eine Schüssel hergestellt, so eine Tupperschüssel, da ist das Gewürz drin. Genau. Hat wahrscheinlich dann auch den Vorteil, dass das dann, wenn man es nur einen Tag oder zwei Tage dann mit dem Gewürz liegen lässt, dass das schon durchzieht, oder? Der erste Vorteil ist, es ist immer dasselbe Gewürz, dass immer das Gleichbleiben zusammengestellt ist. Und der zweite Vorteil ist, wie Sie schon gesagt haben, wir, wenn Sie am Sonntag einen Schweinebraten machen, dann wir Ihnen das am Freitag würzen. Und dann kann das mal wirklich noch zwei Tage im Kühlschrank nachziehen. Verstehe. Knoblauch, Pfeffer, Kümmel, Salz. Genau. Die klassischen Gewürze auch. Und das ist einfach. Und dann ist wahrscheinlich nicht unerheblich, wie viel das man hier tut. Ne? Ja, das ist ja die Gibt's eine Regel? Man sagt bei 20 Gramm. Auf 100 auf ein Kilo. Auf 1 Kilo. Ja, das verstehe. Ist aber die generelle Würzmenge. Mhm. Gut, ja. Dazu ist es ja nicht getan mit dem Schweinebraten. Jetzt geht es ja ums Machen. Ja, eben. Darum die Frage, wenn ich ja schon nicht grüßen will, das ist ja beim Schweinebraten das Essentielle. Gell? Und da haben wir eigentlich lang getestet, um einfach den optimalen oder den wenigeren Bratverlust zu ermitteln. Mhm. Und zum Schluss sind wir da hängen geblieben, dass man sagt, wir geben etwas Wasser in die Bratröhre, also in das Behältnis, legen das gewürzte Bratenstück in die Bratröhren, so geht es mal auf Bayerisch, an die Reiner, und lege es 60 Minuten mit der Schwarte ins Wasser. Ja, unten, ja. Und nach 60 Minuten bei 120 Grad und dann nochmal 60 Minuten drehe ich es dann um. Dass sie dann die Schwarte erhalten, dann ging es dann einfach nochmal auf 220, 230 Grad auf, dass die Schwarte springt und der Schweinebraten ist schön saftig und fertig. Aber jetzt kommt es noch, dann brauche ich noch Knochen dazu, weil sie wollen ja eine gute Soße haben. Genau, Schweineknochen. Und wie wir gesehen haben, 120 Grad und Schweineknochen anbraten, das beißt sich, das funktioniert nicht. Also, extra Gefäß, extra Soße machen. Extra Soße machen mit Wurzelgemüse, Tomaten, Zwiebeln, alles Mögliche. Damen und Herren, probieren Sie es aus. Danke fürs Zuhören, Herr Gributz. Danke für die erklärenden Worte. Einen schönen Abend, bis zum nächsten Mal. Servus und für Gott. Wiederschauen.